Willkommen zurück zu Let's Play Tropico. Wir sind wieder da und wir haben wieder eine Handelsroute erfüllt. Hui, wie schön. Mit Konserven, das heißt, wir können jetzt die nächste Sache verkaufen. Käse produzieren wir nicht, aber Konserven können wir jetzt bis zu 10% mehr verkaufen. Das heißt 10% mehr Geld. Für 8.400 würden wir 4.234 mehr kriegen, das ist gut. Und wenn wir das an die Alliierten verkaufen, machen wir minus 2 bei den Achsenmächten, aber plus 11 mit Vertragsunterzeichnung bei den Alliierten. Genau. Vertrag unterschreiben. Loben können wir im Moment niemanden. Um finanzielle Unterstützung bitten können wir aber die Alliierten. Sehr gut. Dann haben wir jetzt endlich unsere Aufgabe erfüllt. So haben wir die Überreste der Alliierten und Achsenmächte völlig destabilisiert. Eine neue Ära steht bevor. Doch ich fürchte, der Himmel strahlt nicht in tropikanischem Blau. Seht ihr, Präsidente, die Sowjetunion ist trotz ihrer horrenden Verluste einfach zu groß, um aufzugeben. Und als wir die anderen Supermächte aus dem Spiel genommen haben, könnten wir eine sogar noch finstere Zukunft für Tropico erschaffen haben. Ist dies unsere roteste Stunde? Die Kriege sind vorüber, Präsident. Ich würde euch küssen, wenn das nicht Hochverrat wäre. Okay, der Rauch der Schlachtfelder verzieht sich und die Welt beginnt sich abzukühlen. Sicher wird nun alles besser. Sicherlich wird es nicht richtig kalt werden. Die Sonne strahlt herab auf eine wunderbare Zukunft. Keine Frage, der Planet ist endlich sicher. Okay. Abgasfrei, Energieeffizienz und Wirtschafts-Sondergenehmigung. Abgasfrei senkt die Umweltverschmutzung von Industriegebäuden um 75% und ihre Effizienz um 10%. Der Ruf bei dem Industriellen verschlechtert sich um 10% oder um 10. In Anerkennung, senkt den Energieverbrauch von Industriegebäuden um 20%, senkt die Effizienz von Industriegebäuden um 5% und ihre Umweltverschmutzung um 5%. Die Unterhaltskosten von Industriegebäuden werden um 5 Dollar verringert. Wirtschaftssondergenehmigung erhöht die Effizienz von Industriegebäuden um 10%, erhöht die Umweltverschmutzung durch Industriegebäude um 50%. Nee, wir nehmen die Energieeffizienz. Keine Teilung. Kosten für Bürgeraktionen sinken um 90%, außer für Bestechungen. Globale Freiheit sinkt um 5%. Für Bürgeraktion ist ein Gerichtsgebäude nötig. 20% der Interaktionskosten werden auf das Schweizer Nummernkonto überwiesen. Die Bestechungsaktion ist nicht betroffen. Tatsächliche Teilung. El Presidente kann keine Bürgeraktion erlassen. Außer Bestechung. Erhöht die globale Freiheit um 5. Nee, wir nehmen das mit dem Gerichtsgebäude. Okay, dann ist das jetzt soweit bestätigt. Danke dafür. Präsidente, meine Genossen und ich haben gehört, dass die Kommunisten jetzt die Welt beherrschen. Ich schäme mich, überrascht zu sein, aber ich bin es. Mit Ihrer Zustimmung werde ich eine Zeitung gründen, um die guten Nachrichten zu allen neuen Genossen zu bringen. Der Rote Stern kann den Weg für den Kommissar ebnen, der das gleichste Mitglied der Partei ist. Er wird sich sicher in Kürze eintreffen, um Tropicos kommunistische Glaubwürdigkeit zu bewerten. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Zeitung, zweimal. Erreichen Sie bei den Kommunisten eine durchschnittliche Zustimmung von 60. Aktivieren Sie den Arbeitsmodus Roter Stern für jedes Gebäude des Typs Zeitung. Okay, das kriegen wir doch hin. Und wir haben neue Dinge wie Atomkraftwerk, U-Bahn-Station und Seilbahn-Station. Sehr, sehr nice. Windturbinen und Solarkraftwerk werden wir erst ab der Moderne bekommen. Das heißt, jetzt müssen wir erst einmal die Zeitung gründen. Fischfarm steht zur Verfügung, produziert Fisch oder Meeresfrüchte. Ölplattform fördert Öl aus unterseeischen Vorkommen, verursacht Umweltverschmutzung. Und der Ölbohrturm, ja, der würde das eben an Land tun. Sehr interessant, Öl haben wir bisher noch gar nicht abgebaut. Dann haben wir die Schokoladenfabrik für Kakao. Möbelfabrik verarbeitet Planken zu Möbeln, verursacht Umweltverschmutzung. Schmuckfabrik, geringe Umweltverschmutzung und verarbeitet Gold zu Schmuck. Das würde natürlich extrem gut reinhauen, jetzt wo wir ja sowieso das Goldbergwerk oben haben. Plastikfabrik verarbeitet Öl zu Plastik, starke Umweltverschmutzung. Fahrzeugfabrik verarbeitet Stahl und Gummi zu Fahrzeugen. Und Schiffswerft, die kennen wir schon. Ja, die Fahrzeugfabrik und die Schmuckfabrik, die könnten wir uns tatsächlich gönnen.
Und die werde ich mir jetzt auch gönnen, zumindest die Schmuckfabrik. Dann beim Spaß ist auch einiges dazugekommen. Schnorchelbucht, Nachtclub, Gourmet-Restaurant, Casino hatten wir noch nicht gebaut, aber nee, gab es vorher auch nicht. Cocktailbar und Golfplatz. Golfplatz haben wir aber, glaube ich, schon mal irgendwo stehen. Dann haben wir die Unterhaltung mit Botanischer Garten, kennen wir schon, Spielhalle, Fastfood-Restaurant und Kino. Sehr nice. Wir haben weitere mediale Möglichkeiten mit Kindheitsmuseum, Mausoleum, Fernsehstation, inspirierende Werbung, inspirierende Statue, Forschungslabor, Raumfahrtprogramm und Atomprogramm. Erhöht die Schönheit in dem Gebiet. Wählen Sie eine Pose, um die in der Nähe lebenden Bürger zu beeinflussen. Muss an einer Straße angrenzend platziert werden. Erhöht die Zustimmung jedes vorbeifahrenden Fahrers. Das heißt, unsere Zustimmung können wir jetzt auch mit solchen Medien beeinflussen. Sehr nice. Fernsehstation. Erhöht die Freiheit in der Nähe, sendet Propaganda, die in der Nähe lebenden Bürger beeinflusst. Erstmal bauen wir die Zeitung. Zeitung Nummer 1 kommt hier hinten mit hin. Zeitung Nummer 2 kommt dann hier mit ran. Na gut, viel Platz bietet sich nicht. Aber ich denke mal, dann haben wir das gut abgedeckt. Einigermaßen. Schneller Bau bitte. Bei beiden. So, dann haben wir das schon mal fertig gemacht. Erreichen Sie, aktivieren Sie den Arbeitsmodus Roter Stern für jedes Gebäude des Typs Zeitung. Roter Stern. Der Krieg ist zu Ende. Was sollen wir nun denken? El Presidente Spiro sagt, am besten gar nichts. Am besten gar nicht denken. Genau so ist es. Habe ich erst später bemerkt, dass er das gesagt hat. Irrenanstalt Bank. Bank. Arbeitsmodus. Könnten wir schon mal erforschen. Wir haben ja eh genug Forschungspunkte. Kabarett könnten wir noch umbauen. Kirmespier können wir ebenfalls umbauen. Nehmen wir. Highschool nehmen wir. Einwanderungsbehörde nehmen wir. Ja, da kommt so einiges zustande. Das dauert eine Weile, bis wir durch sind. Und dann haben wir noch die 1070. Okay, wir nehmen noch Souvenirladen, nein, Theater mit rein. Dann ist das soweit fertig. Bin gespannt, was für Arbeitsmodi jetzt dazugekommen sind. Also bitte einmal umstellen auf roter Stern. Auch hier. Okay, und dann muss nur noch die Zustimmung der Kommunisten erfolgen. Da fehlt aber nicht mehr viel. Wir gucken uns auch mal die Leute an, die es jetzt gibt. Denn nun gibt es ganz andere Parteien. Zumindest mehr als vorher. Wir haben jetzt die Industriellen und die Umweltschützer dazu bekommen. Die Umweltschützer sind natürlich mit der aktuellen Situation mehr als unzufrieden. Die Industriellen selber sind sehr glücklich mit der ganzen Industrie, die wir hier fertig gebaut haben. Die Militaristen sind auch sehr glücklich. Wir haben jede Menge Zustimmung. Und wir könnten dafür sorgen, dass die Zustimmung in den einzelnen Parteien besser wird. Lasst mich eure unermessliche Weisheit erweitern, Presidente. Reinigen Sie verschmutzte Unterhaltungs-, Wohn- und Tourismusgebäude. Nutzen Sie eine Müllhalde oder Recyclinganlage, um Gebäude zu reinigen. Okay, wir haben aktuell eine Umweltverschmutzung von 9%. Das müssen wir behandeln. Dafür brauchen wir... Jetzt haben wir auch Tourismus, ne? Und könnten sogar die antiken Ruinen aktivieren. Wie schön, ethnische Enklave gibt's auch noch. Bauen wir alles. Freue ich mich schon drauf. Erstmal die Müllhalde oder die Recyclinganlage. Die kriegen wir aber erst ab der Modernen. Das heißt, eine Müllhalde bauen wir irgendwo, wo keiner wohnt. Hier hinten. Dann würden wir alle Gebäude, die im Umkreis sind, schützen. Gut, dann ist die Umweltverschmutzung schon mal ein bisschen geringer. Das ist schön. Wir haben noch 31 Arbeitslose, das passt. 6 freie Stellen. Und jetzt können auch 3 Leute den Müll überall so ein bisschen verringern. Jeder Mist ist gleich. Schutz-Overalls. Die Unterhaltungskosten steigen um $5, aber die Arbeitsqualität steigt ebenfalls um 10. Und wir werden jetzt auch die Löhne der einzelnen Leute hier erhöhen. Und zwar für alle. Genau. Das haben die sich verdient.
Okay. Wo ist das Parkdeck? Da. Du kriegst jetzt auch mehr Geld, weil du gut bist, weil ihr alle gut seid. Transportbüros müssen mehr arbeiten. Und damit steigt natürlich auch die Arbeitsqualität. Glaube ich zumindest. Ich muss mal gerade gucken. Ja, auf 52. Das heißt, die allgemeine Qualität steigt überall. Ah, sehr gut. Du hast auch gleich das Kraftwerk mit drin. Das macht nämlich auch eine ziemliche Umweltverschmutzung. Schön, dass dort Kohle drin ist, dass wir jede Menge Strom bekommen. Hier ist noch alles in Ordnung. Das Stahlwerk arbeitet. Yes, we can. Schockfroster könnten wir mit einbauen. Das Gebäude erhält ein zusätzliches Lager für Kaffee und kann Konserven aus Kaffee produzieren. Das Gebäude benötigt 15 Megawatt Strom. Wie viel Strom steht denn noch zur Verfügung? 176 oder 167, das geht. Automatisches Fließband entfernt 4 offene Stellen, erhöht die Effizienz um 50%. 4 offene Stellen. Das heißt, wir hätten mehr Effizienz. Oh ja, weitaus mehr Effizienz, das ist cool. Hochdruckkonservierer für Fleisch. Bauen wir mit zu. Schockfroster für Kaffee. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine weitere Kaffeeplantage. Ich weiß, dass dem Militär die Wichtigkeit der Industrie klar ist. Denn wir stellen seine Waffen her. Ihre Spielzeuge kommen aus meinen Fabriken. Also sagen Sie, El Presidente, dass mein Anliegen wichtiger als Ihres ist. Das Militär dankt Ihnen für die Erstellung unserer Spielzeuge. Aber wir benötigen mehr Orte, an denen wir mit ihnen spielen können. Die Nation zu verteidigen bedeutet, jegliche Art von Gefahr zu finden, El Presidente. Und ich sehe überall erfundene Gefahren. Oh je. Erlassen Sie die Verordnung Stadtentwicklung oder besitzen Sie ein Gebäude des Typs Atomprogramm? Ich glaube, ich nehme das mit dem Atomprogramm, denn ich habe unter den Militaristen leider sehr, sehr viele, die mir zugewandt sind. Dankeschön. Freuen wir uns. Das dauert eine Weile. Und jetzt brauchen wir irgendwas, was die Kommunisten zufriedenstellt. Kann ich über den Broker vielleicht die Kommunisten beeinflussen? Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Eine Ablenkung inszenieren, Bildung fördern. Nein, brauche ich alles nicht. Raumfahrtprogramm. Brauche ich nicht. Tourismus kommt später. Jetzt haben wir erstmal die Müllhalde, Kathedrale, Krankenhaus. Oh, ein Krankenhaus wäre auch nicht schlecht. Wo ist das? Aussichtspunkt. Da. Bietet Gesundheitsversorgung für besuchende Bürger. Besucher müssten gut situiert oder wohlhabend sein. Ja, denn die Kliniken sind restlos überfordert. Es geht gar nicht anders. Ich muss es bauen. Wir haben hier ein Parkdeck in der Nähe. Das heißt, die Leute kommen auch hin. Schneller Bau geht gerade nicht. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die Kommunisten selber. Kommunisten. So, dann schauen wir mal. Wir sollen 60 Leute haben, die auf unserer Seite stehen. Sie kommen mir bekannt vor. Stehst du auf meiner Seite? Ja, der Fraktionsanführer mag mich. Alter Erwachsener. Wir könnten unseren Bildungsminister wieder ändern. Aber ich glaube, ich werde ihn einfach bloß einmal bestechen. Kostet ja nur 3000. Dann steigt die Zustimmung. Der Zukunftsschock! Kann er eintreten? Kanaluno hat berechnet, dass sich die Technologie niemals so schnell ändern wird, dass der Mensch sie nicht beherrschen kann. Was für eine Erleichterung! Okay, den Leuten geht's sonst noch gut. Wenn ich irgendwann zu viel Geld habe, dann werde ich definitiv dafür sorgen, dass wir wieder mehr kriegen. Was ist hier los? Genosse, lesen Sie diese kodierten Anweisungen, verbrennen Sie dann das Kommuniqué und essen Sie die Asche. Ach, die Asche. Ich habe die Asche verstanden. Diese Diskussion ist vorüber, falls sie tatsächlich stattgefunden hat, was nicht der Fall ist. Ach so, du bist jetzt direkt von den Kommunisten, ja? Importhandelsroute mit Ostblock erfüllen. Okay, ich soll irgendwas importieren.
Mietskaserne. Coventerio, Wohngebäude von ordentlicher Qualität für 20 Haushalte. Wohnqualität verschlechtert sich mit der Zeit. Mieter müssen mindestens arm sein. Geringe Umweltverschmutzung. Wohngebäude mit niedriger Qualität für 16 Haushalte. Mieter müssen mindestens arm sein. Geringe Umweltverschmutzung senkt die Sicherheit in der Umgebung. Was natürlich nicht ganz so gut ist. Dann bräuchte ich wieder weitere Polizisten. Also bleiben wir erstmal bei Baracken. Vielleicht können wir die ja noch weiter ausbauen. Normale Belegung. Stapelt sie höher. Erhöht die maximale Anzahl an Haushalten um 2. Die Wohnqualität wird um 8 gesenkt. Mittellose Bürger können es sich leisten, in diesem Gebäude zu leben. Die Miete beträgt 0. Elektrifizierung wäre natürlich nicht schlecht, braucht aber 8 Megawatt. Das ist schon extrem viel. Würde die Effizienz um 25% erhöhen. Jetzt brauche ich erstmal wieder Kohle. Kommt nicht wirklich rein. Auch wenn das Schiff schon unterwegs ist. Unser Frachter selber. Ostblock schickt Entwicklungshilfe. Danke dafür. Ach so, die Botschaften stehen ja jetzt leer, ne? Dann laden wir einmal den Ostblock ein, loben ihn. Die Westmächte loben sie auch. Was? Ihr habt schon was gekauft? Und trotzdem stehen wir so schlecht da. Okay, es müssen mehr Bürger sterben. Mein Taj Mahal muss dafür sorgen. Oha, das ist ganz schön fett. Die Zustimmung unter den Kommunisten ist auch nicht besonders hochgegangen. Wir haben hier einen neuen Arbeitsmodus. Private Geldgeschäfte. Er bringt jeden Monat 2 Dollar Einnahmen bei einer Effizienz von 100 pro reichem und stinkreichem Bürger. Das Gebäude erbringt jeden Monat für die Staatskasse 5% Zinsen bis maximal 1000 Dollar. Der Zinssatz sinkt mit jeder zusätzlichen Bank in diesem Arbeitsmodus. Erbringt jeden Monat 2 Dollar Einnahmen. Pro reichem und stinkreichen Bürger. Wir haben einige reiche Bürger. Dann machen wir das so. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie... Ach ja, sollen sie machen. Wir speichern an dieser Stelle. Wir sind ja noch mit einer relativ hohen Zufriedenheit gesegnet. Das ist ja das Schöne daran. Wir gucken mal, die Wohnqualität ist im Moment das Schlechteste. Der Rest ist noch relativ okay. Umwelt ist nicht mit dazugekommen. Da bin ich zufrieden. Sicherheit. Ja gut, die Wohnqualität, die kriegen wir noch verbessert. Das ist nicht schlimm. Und da kommt schon das nächste Schiff und bringt wieder 16.000, 17.000, Gott sei Dank. Der dicke Dampfer. Aber es ist zu wenig, viel zu wenig bei all dem Geld, was wir aktuell ausgeben. Da brauchen wir noch wesentlich mehr. Wie sieht's aus mit den Arbeitslosen? Haben wir noch 21. Ausgaben viel zu hoch. Durch den Bau nur 7.800, Unterhaltungskosten 23.724, Löhne 52.000, Einnahmen nur Export und lokale Dienstleistungen, Touristendienstleistungen gar nichts, Verschiedenes 10.000, Erbschaft 4.550, Entwicklungshilfe 4.000, Zinsen, Werbung, Transport und private Geldgeschäfte. Na gut, die privaten Geldgeschäfte gehen ja jetzt hoch. Gebäude reinigen, da sind wir schon bei. Sehr gut. Jetzt können wir auch die Umweltverschmutzung mal sehen. Die ist relativ gering. Hier ist noch ein bisschen mehr, da müssen wir unbedingt für sorgen. Wir brauchen auch noch eine weitere Farm. Und wir müssen euch erstmal wieder eine ganze Weile bezirzen, bevor es weitergeht. Wir kommen immer wieder ins Minus. Ich brauche Entwicklungshilfe. Unbedingt. Sieht richtig schlecht aus. Ein Fischerboot ist unterwegs und sammelt den ganzen Fisch ein.